Danke. Danke, danke, danke. Welch angemessener Applaus, meine Damen und Herren. Schön. Ich habe richtig Bock. Ich habe viel zu doll Lust, mich mit euch zu unterhalten. Was aber auch am Thema liegt, ne? Weil es wurde mir wurde dummerweise gesagt, du hast eine halbe Stunde, kannst du, egal, rede über was du willst. Und da habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Weil ich habe jetzt die nächste halbe Stunde, ich will ausschließlich über meine Kinder lästern. Das ist das, was ich heute mache. Und das stimmt natürlich nicht. Ich will nicht über meine Kinder lästern, aber ich will endlich mal die Chance ergreifen, wenigstens eine halbe Stunde ehrlich über das Thema Kinder zu reden. Weil das geht ja nicht. In wie vielen Lebenssituationen kannst du ehrlich mit Leuten, mit wem auch? Kannst du das versuchen mit anderen Eltern? Ja, kannst auch lassen dann einfach. Weil Eltern, das ist der erste Reflex, ist, du musst erstmal lügen. Das ist erstmal, wenn jemand sagt, und wie ist es mit den Kindern, musst du erstmal automatisch sagen, alles, ich hab's, super, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann versuchst du nicht doll zu weinen. Das ist, und nicht zu sagen, ich habe seit Tagen nicht geschlafen, ich sehe Gespenster. Und ich fütter die einfach mit. Das ist, was ich mache in meinem Leben mittlerweile. Eltern lügen. Wir lügen. Ich weiß gar nicht, ich frage mal jetzt hier. Ihr könnt ja mit einem so ganz kurzen Applaus antworten. Wer hier hat Kinder? Okay, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wer hat, gut, muss man jetzt, Enkel. Wer hat denn schon Enkel? Das sind auch noch viele. Wer erinnert sich an die Weimarer Republik? Gibt es Leute, die sich... Ich weiß nicht, ich bin selten bei Dreisat. Ich muss erst mal gucken, wie das... Hat jemand von euch mit Nietzsche geschlafen? Ist das vielleicht irgendwas? Geil, habt ihr Kinder, oder was? Ja, so ein betretenes... Ja. Wie viele Kinder habt ihr? Eins. Ja, das ist Arbeitsverweigerer. Das sind das, was ihr für mich seid, im Grunde genommen. Oder das ist die Arroganz. Ich habe diese Arroganz. Klar, du hast ein Kind und dann, ja klar, mit einem Kind denkt man ja schon, ja, jetzt bin ich ja besser als die anderen. Also, ich hätte jetzt auch eben Applaus einholen können für Leute und könnte fragen können, wer hat keine Kinder? Ja, aber das sind ja keine Menschen für mich. Das ist ja... Ja, und das ist das einzige Mal, dass ihr Applaus von irgendjemandem in eurem Leben bekommen werdet. Weil euch sonst niemand braucht. Niemand liebt euch. Das ist das Gefühl, sobald du ein Kind hast, dass du das Gefühl hast, jetzt weiß ich, was das Leben ist und alle anderen nicht. Und dann kriegst du ein zweites Kind und dann merkst du, ein Kind, ja, Versager, das seid ihr. Ihr seid der Grund, warum dieses Land immer schlimmer wird, im Grunde genommen. Ihr klaut mir meine Rente. Und dann kriegst du drei Kinder und dann merkst du, zwei Kinder waren richtig gut. Das war eine richtig gute Zahl von, weil ich habe zwei Hände und jetzt habe ich ein Kind mehr. Jetzt weiß ich nicht, wohin damit. Und allein darüber kannst du ja nicht mit Eltern reden, dass du irgendwie sagst, ja, oder? Die Kinder, das ist auch ab und zu einfach ein bisschen viel. Also, so, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich auch viel kaputt gemacht. So, mein Bestes, das heute, hier zu stehen, wäre früher in meinem Leben das Beste gewesen, was passieren kann. Hier zu stehen. Und jetzt ist es immer noch, es ist okay. Aber natürlich ist das Schlimmste daran, dass ich hier auf der Bühne stehe, der Fakt, dass ich jetzt in diesem Moment deswegen nicht zu Hause bin bei meiner Frau und bei meinen drei Kindern. Und das kann ich ja nicht weglügen. Und dann stehe ich hier und merke, ja, ich vermisse die doll. Und dann merke ich auf der anderen Seite, ja klar, aber es ist ja auch, ich glaube, der größte Vorteil daran, dass ich hier stehe, ist der, dass ich in diesem Moment nicht zu Hause bin bei meiner Frau und meinen drei kleinen Kindern. Und auch das kann ich ja nicht weglügen. Ich kann das nicht mehr weglügen. Und ich kann das auch mit niemandem wirklich drüber sprechen, weil dann ist es immer sofort so, oh Gott, der hat komische Gefühle. Ich liebe meine Kinder immer bedingungslos. Laut mit meinen Kindern reden, ein No-Go. Du weißt auf dem Spielplatz, klar, alle machen, das stört mich gar nicht und schreiben eine Liste in ihrem Kopf. Und abends geht es dann richtig ab. Klar. Da habe ich gedacht, okay, dann rede ich vielleicht mit Leuten, die keine Kinder haben, darüber. Ja, das ist ja noch schlimmer, ey. Weil dann sagen die entweder, ja, klar, ja, kann ich. Dann sagen einige Menschen, haben die Dreistigkeit zu sagen, ja, klar, klingt voll anstrengend mit den Kindern. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, kann ich mir absolut vorstellen. Und ich stehe da und denke, nein, kannst du nicht. Ja, schon, ich meine, ich habe einen Hund, also, nee, wo ist da der große Unterschied, sage ich immer, ne? Hat ein Maul, ey.
Ja, weil ich meine, der große Unterschied ist der, dass du dein Baby einschläfern lassen kannst, ohne dass jemand fragt, warum. Das ist ja der größte Unterschied. Ich habe ja nicht gesagt, ich mache das. Ich habe nur gesagt, es gibt aus einem guten Grund keine U-Untersuchungen für Hunde. Das ist alles, was ich gesagt habe. Nein, ich habe mir das wirklich besser vorgestellt, als es ist manchmal. Ich habe mich auf so viele Sachen gefreut. Ich habe mich am meisten, ich glaube, am meisten habe ich mich darauf gefreut, quasi das, was ich in meiner Kindheit so gerne mochte, das quasi wieder nochmal zu reproduzieren. Mir wurde früher Bullerbü vorgelesen, noch und noch. Ich habe dieses Buch geliebt, die Kinder aus Bullerbü, Astrid Lindgren, ach, war das schön, oh nein, oh nein. Und dann war meine Frau schwanger, also damals war es eine relativ unbekannte Person. Und wir haben dieses, wir kannten uns 6 Wochen. Guck mal, das ist große Bestürzung hier. Okay, war ja also auch gelogen. Wir kannten uns seit unserer eigenen Geburt, das macht's nicht besser, das ist nicht... Nein, wir haben dieses Kind dann bekommen und mein erster Gedanke war, geil, jetzt kann ich all den Scheiß endlich wieder machen mit einem guten Gefühl, Bullerbü lesen, wie geil ist das denn? Also habe ich gewartet, bis dieses Kind endlich aufnahmefähig war, so mit 3 Jahren, dann habe ich angefangen, ihm Bullerbü vorzulesen, die Gesamtausgabe, 384 Seiten Bullerbü, nichts passiert in diesem Buch, nichts. Wir haben eine Kuh und Hühner, wir haben Hühner auch. Und der eine Junge hat auch einen Hund auch. Und manchmal ist Sommer. Und dann haben die Jungs mir meine Puppe weggenommen. Aber dann haben die mir die auch wieder zurückgegeben. Und du liest das und denkst, mit welcher Arroganz schreibt ein 7 Jahre altes Mädchen Tagebuch? Und glaubt, dass ich mich dafür interessiere. Ich lerne nichts daraus. Jetzt habe ich 3 Kinder. Ich lese das Buch zum 3. Mal vor. Und mittlerweile, jedes Mal, wenn ich dieses Buch wieder von vorne anfange, habe ich diese leise Hoffnung, dass ich dieses eine Kapitel nur vergessen habe, in dem die Nazis doch noch in Schweden einmarschieren. Einfach damit irgendwas passiert. Gestern war der Nordhof leer. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ich habe auch dann nicht nachgefragt. Lasse und Bosse sind im Widerstand. Kinderbücher vorlesen. Am Anfang fand ich es noch richtig geil. Klar, mit dem ersten Kind sagt ja auch keiner. Du bist ja mit jedem Mal, du hast ja nicht, also seit ich 3 Kinder habe, fangen Leute an zu fragen, ob ich ein Lieblingskind habe. Wo ich sagen muss, nein, nicht direkt. Also jetzt nicht, ich habe nicht grundlegend ein Kind, wo ich denke, cool, naja, so ist es ja nicht. Um Gottes Willen. Aber Kinder sind ja in verschiedenen Phasen. Und dann gibt es Phasen, wo ich denke, das ist ja wunderschön. Und dann gibt es Phasen, wo ich denke, lern das schneller, was ist los bei dir? Ey? Und ich meine, es wird ja nicht mit jedem Kind aufregender. Also es ist ja, ich kann ja nicht behaupten, das ist ja jetzt nicht, also es ist ja nicht, dass du mit dem ersten Kind machst du diesen ganzen langweiligen Kleinkind-Krams und mit dem zweiten, da haben wir Schach gespielt, auch noch ein paar Wochen. Nein, du machst ja immer das Gleiche. Und dieser ganze grenzdebile Kleinkinderkrams. Ne? Und dann so, hast du ein Bild gemalt? Ach, das ist ja, Mensch, was ist das? Hast du darauf geschissen oder was ist denn da los jetzt? Ein Mensch. Ja, aber was ist das denn für ein Mensch? Kannst du nicht machen. Muss ja jedes Mal sagen, ach, toll, ach, Mensch. Schlimmer sind ja die Sachen vor Bullerbü. Bullerbü hat ja schon eine Geschichte. Diese ersten Kinderbücher, das ist die absolute Hölle. Weißt du, diese ersten Kinderbücher, die aus 4 Seiten bestehen, aber trotzdem so dick sind, weil sich irgendjemand dachte, ja, wohin mit dem Altpapier, dass wir das vielleicht alles da reindrücken vielleicht. Und dann besteht die Geschichte daraus, dass da 4 Tiere sind und das ist die Geschichte. Wenn es auf jeder Seite ist, da ein Tier. Und klar, mit dem ersten Kind, ich war vollgepumpt mit Hormonen. Ich dachte, auf jeden Fall lesen wir deine Literatur. Nicht einmal am Tag, nicht 9-mal am Tag, 42 Mal am Tag. Natürlich, komm her, was haben wir denn da? Was ist das denn? Das ist die Kuh. Wie macht die Kuh? Die Kuh macht... Mach die Kuh. Mach auch mal, wie eine Kuh macht. Das liegt ja gar nicht wie eine Kuh, ist nicht schlimm. Ist okay, was haben wir denn da? Das ist das Schaf. Wie macht das Schaf? Das Schaf macht... Bäh. Bäh. Und als drittes haben wir den Schwan. Mhm. Das, da, da haben wir,
Haben wir alle mit einer Katze gerechnet? Mhm. Der macht Geräusche, der Schwan. Nee, ich bin nicht so dumm, dass ich nicht weiß, wie ein Schwan macht. Nein, das ist mir so ein, der, Was wieder? Gucken wir uns morgen im Park an? Ja, das ist eine richtig geile, natürlich machen wir einen Ausflug, auf jeden Fall! Woo! Und als letztes haben wir den Hahn. Wie macht der Hahn? Macht der Hahn? Und dann mal von vorne, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Aber das hältst du ja nicht durch über drei Kinder. Da wirst du ja bekloppt bei. Natürlich nicht. Schon beim zweiten Kind ist er ja so ein... Das Buch, ja, klasse. Mhm. Ja, leg das da hin, auf jeden Fall. Das ist eine Kuh halt. Nee, macht Mu. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Also, steht auch deiner Sprechblase, ne? Hättest du selber. Ja, mach doch auch mal. Ja, vergiss es einfach. Das Schaf macht Mäh. Das ist was. Wir haben ja alle mal ein Schaf gesehen. Und der bekackte Schwan, ich glaube es nicht. Ey, wer kommt auf die Idee, ein... Nicht, hey, das war nicht gegen die... Hey, nicht mal... Nein, nichts gegen die, ich komm. Der Schwan ist, der macht... Boah, ich hab Bock, ich kenne die auch nicht. Die sind alle... Arrogante Möwen, das ist das, was das... Im Park sollen wir... Weißt du, wie viele Obdachlose da wohnen? Nein, wir gehen nicht in den Park. Bist du irre oder was? So, macht Geräusche halt. Und ja, Kikiriki ist was der... Nochmal von vorne, auf jeden... Oh Gott, schieß mir ins Gesicht, ey. Okay. Klar, natürlich, das ist auch okay. Man wird ja müde mit der Zeit. Natürlich werde ich absurd aggressiv, sobald das dritte Kind dieses Buch nur in der Hand hat, ey. Und sagt, nein! Nein! Weil ich hier keinen Zivildienst mache, Diggi, nein! Frag die anderen beiden, die kennen das Scheißbuch! Nein! Weil ich keinen Bock hab! Nein! Ich weiß, dass das für ihn wichtig wäre, klar! Aber wer denkt an mich? Ich hab auch Bedürfnisse! Weil... Ja, fick dich selber. Ja, leg es hin, wir lesen es einmal. Einmal. Leg es dahin. Ist das richtig rum oder was? Gehört das so rum? Guck auf die Weide. Steht eine von diesen Kühen auf ihren bekackten Hörnern. Dreh es um. Ob du Förderbedarf hast, dreh das Buch um. Ganz normal. So, jetzt hör mir zu, ich werde mich nicht wiederholen. Wir lesen es einmal und dann vielleicht nochmal im Frühling. Aber dann ist Schluss, mein Freund. Bist du aufnahmebereit im Rahmen deiner beschränkten Möglichkeiten? Wirklich, ein bisschen dümmer und wir würden Geld für dich kriegen. Wirklich, bist du bereit jetzt? Dann hör zu. Mu, Mäh, Schwan, Kikiriki, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Lass mein Bein los, ich hasse das. Nein, ich mag sie alle gleich doll. Nein, natürlich liebe ich diese Kinderbedingungen so, das müssen wir nicht sagen, aber du musst ja diese Wut irgendwo mal rauslassen. Kannst du ja nicht. Vor allem, wenn du zu Hause bist. Ey. Dann war Corona, dann hieß es, Moritz geht nicht arbeiten, vielleicht bleibt er mal den ganzen Tag zu Hause. Ja, das ist ja, boah, ey. Dann fängst du da an, mit diesen Kindern so Spiele zu machen. Und die ersten Spiele, klar, die sind harmlos, kannst du machen. Nackte Robbe war mein Lieblingsspiel, ne? Wenn du so einen fetten Säugling einfach übers Parkett rollst. Genau. So, das ist anspruchslos, da kannst du lesen dabei. Das ist. Dieses Schockiertsein von Leuten. Als würde nicht die Hälfte denken, Alter, wenn die Enkel nächstes Mal bei uns sind, ne? Das ist. Wie viel Olivenöl haben wir zu Hause? Und dann werden die Spiele komplizierter, aber ja nicht besser. Es gab so eine Phase, da hat mein Sohn, der Ältere,
Nicht so extrem, so viel zu explizite Spiele gespielt. So, das war meistens so Samstag. Das war schon kein guter Tag, weil kein Kindergarten. Dann kommst du da rein morgens um 7 und sagst dem so, wir haben jetzt 13 Stunden zusammen. Was machen wir? Was spielen wir? Okay, pass auf. Okay, ich habe eine Idee. Du kommst rein und dann bist du ein Elefant. Und dann verkaufe ich dir eine Zitrone. Und du weißt aber nicht, was das ist. Das ist das Spiel, oder was? Das... Boah, Herr im Himmel, okay. Soll ich komme extra nochmal dafür rein, weil, ja klar, nee, das, als würde der Elefant schon im Laden stehen. Das ist natürlich, klar, dumm von mir. Hallo, hi. Hallo, Elefant, was, guck mal da. Was ist das denn? Eine Zitrone. Was ist los bei dir, Kind? Wir haben jetzt noch 12 Stunden, 59,5 Minuten. Was ist, boah, ich kann das ja nicht, ey. Ich merke, dass es einige Menschen sind schockiert, andere sind, haben wirklich so diesen befreiten Gesichtsausdruck von, guck mal, ich habe doch immer gesagt, das geht nicht nur mir so. Wer von euch beiden hat sich hauptsächlich um die Kinder gekümmert? Ich frage mal. Wer von euch beiden war eher zu Hause? Du oder sie? Du eher? Wirklich? Nein, guck mal, wie sie lacht und sagt, nein, das ist völliger Bullshit. Das ist Quatsch. Ich kenne den Mann kaum. Also... Kein guter Versuch. Weil sie saß ja daneben. Das lässt sie dir nicht durchgehen. Also, ja, genau, weißt du meinen Geburtstag? Ja, das ist alt. Wie viele Kinder? Ein Kind. Geil. Und habt ihr ein Kind gemacht? Also, ich sag ihr, das ist natürlich Quatsch. Das ist diese Idee, dass Männer behaupten, ja, wir sind ja schwanger. Und man denkt, nee. Nee, das ist keine gerechte Verteilung. Also er macht und dann macht sie den Rest für immer. Und dann kriegen beide gleich viel Elterngeld. Das ist nicht okay. Warum redest du so über deine Kinder, Moritz? Heute ist der erste Tag von meiner 30-Tage-Tour und heute vermisse ich sie noch nicht, muss ich mal sagen. Das ist, ich liebe meine Kinder bedingungslos und jetzt gerade merke ich ja, ich kann die ja auch aus der Entfernung lieben. Also die müssen ja nicht immer um mich rum sein, damit ich die über alles... Es ist sogar einfacher, wenn die nicht um mich rum sind. Und natürlich, wenn ich wegfahre, vermisse ich die. Das ist ja keine Frage. So. Und ich ja, aber Moritz, was vermisst du denn am meisten? Und ich glaube, am meisten vermisse ich den Moment, wenn man den Kindern aus der Entfernung dabei zuguckt, wie sie versuchen, sich wie Menschen zu verhalten, es aber nicht wirklich hinbekommen. Weil die können ja vieles nicht. Das ist ja klar, die sind ja einfach, das sind ja keine kleinen Erwachsenen. Ich dachte ja einfach, die kommen raus und dann sind die ja, da ist ja schon was. Und dann hast du das erste Kind und du merkst, das ist ja nichts. Das ist ja wie so eine leere Festplatte, wie so ein Handy. Und dann kriegst du das und dann sagt jemand, nee, das musst du alles selbst noch programmieren. Die können ja die Basics, die können ja nicht mal lügen. Die können ja nicht lügen. Sie versuchen es, aber sie sind ja wirklich schlecht da drin. Und auch da gibt es ja Abstufungen. Ne? Meine Tochter ist vier. Meine Tochter versucht nicht, die Wahrheit zu sagen. Aber sie braucht ihre komplette mentale Auffassungsgabe, um nicht die Wahrheit zu sagen, was das Auffälligste ist, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wenn da jetzt eine weiße Wand wäre und ich hätte die gestern gestrichen und heute Morgen bin ich aufgewacht und da waren rote Sachen drauf gemalt und ich würde zu ihr gehen und sagen, sag mal, mein Liebling, hast du die Wand rot angemalt? Würde sie sagen, nein. Ja, doch, ich weiß, ich halte es nicht durch. Oh, wie macht ihr das? Das sollen Menschen sein, Papa. Das ist schön, oder? So, mein Sohn ist besser, immer noch erbärmlich. Mein Sohn weiß, dass er nicht die Wahrheit sagen kann. Deswegen versucht er, so ein bisschen außen rum zu gehen. Wenn ich ihn fragen würde, sag mal, hast du die Wand rot angemalt, würde er sagen. Was? Hast du die Wand da? Hast du die rot angemalt? Er würde eine Stunde in sein Zimmer gehen, weil er weiß, ja, wenn er nochmal fragt, sage ich ja die Wahrheit, warum soll ich da stehen bleiben? Der Kleine ist zwei, dem ist ja alles egal. Was du das? Ja, malen, da malen! Und denkt, ah, okay. Immerhin bist du ehrlich.
Natürlich, natürlich finde ich das alles, erzähle ich das auf der Bühne und es ist schön, so ein Gefühl zu haben. Aber natürlich sind das eigentlich, natürlich ist das eigentlich Verletzungen. Davon erzählt ja auch niemand vorher. Wie oft man so unbewusst, oder ich weiß auch nicht, dass es nicht mit Absicht ist, aber natürlich wirst du durch diese Kinder und von diesen ganzen Sachen, die du dann lernen musst, du wirst ja auch verletzt. Ich bin ja einfach jeden Tag überfordert. Das ist ja auch, ich dachte, je mehr Kinder, desto mehr übt man das. Aber dann merkst du, ich bin einfach mehr überfordert. Das sagt ja auch vorher keiner, dass man sagt, nee, das wird nie leichter. Es wird einfach, dann kommt immer noch was Neues dazu. So, ich glaube, mein größtes Problem als Vater ist, dass ich nie Mutter sein werde. Und das klingt erstmal komisch, ne? Weil, bin ich ganz ehrlich, der Job der Mutter sehr viel anstrengender als der des Vaters. Aber darauf muss ich ja nicht achten. Ich muss ja nur sehen, ja, natürlich gibt es bei uns zu Hause eine Hierarchie. Wie bei euch zum Beispiel wahrscheinlich früher auch. Weil wenn sie mehr zu Hause ist und er nicht, dann ist sie natürlich in der Hierarchie für die Kinder ist ja sehr viel weiter oben. Ist bei uns zu Hause auch so. So, meine Frau ist mehr zu Hause als ich. Das heißt, sie steht da oben und dann kommen, klar, die Katzen, dann kommt der Backofen, weil Pizza, und dann komme ich. Das ist so, welchen Möbelstück, welchen Beistelltisch. So, klar, ist angenehm, wenn er da ist, aber es wird auch nicht groß auffallen, wenn er nicht mehr da ist. Und natürlich versuche ich diesen Abstand, wenn ich zu Hause bin, so gering wie möglich zu halten. Ich versuche mich immer noch so ein bisschen nach oben zu kämpfen. So, natürlich, jeden Morgen stehe ich mit den Kindern 2 Stunden vor meiner Frau auf. Was nur fair ist, weil sie nachts andauernd irgendwelche Säuglinge stillt. Keine Ahnung, woher die alle kommen. Aber das ist ihr Ding wohl. Das ist ein Hobby. So. Und dann... Oh, ja, aber ja, guck mal, Dreisat meinte, hey, wir brauchen einen Shitstorm, damit das in online richtig gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich es mal wieder. Was soll ich machen? Nein, sie macht das und deswegen stehe ich morgens auf, klar. Und natürlich versuche ich diesen jeden Morgen, jeden einzelnen Morgen, zu dem besten Morgen zu machen, den diese 3 Gnome in ihrem Leben jemals hätten haben können. Und es ist egal, was ich mache. Es ist egal, wie sehr ich mir den Arsch aufreiße. Sobald da oben die Schlafzimmertür aufgeht, meinen alle 3, Mama! Und ich stehe da und denke, sie hat nichts gemacht. Sie ist in ihrem Schlafanzug noch drin. Ich hab dir Frühstück gemacht. Und dann habe ich dich angezogen. Und dann habe ich dir was anderes zum Frühstück gemacht, weil du dich heute nicht nach Müsli fühlst. Nee, weil Müsli ist ein Gefühl. Und dann habe ich dich nochmal angezogen, wieder. Dann habe ich Scheiße aus dem Gesicht deiner Schwester. Wie kommt Scheiße in das Gesicht deiner Schwester? Was ist los bei dir? Ich habe keine Chance. Natürlich nicht. Und natürlich macht das, natürlich fühlt sich das wie Ablehnung an. Weil das Ablehnung ist. Kann ich weglügen. Zu Recht, ich bin ja weniger da als sie. Na klar. Hat jemand so schon so Kinder in der Pubertät vielleicht? Ja, wir machen das mit Klatschen, weil nicken sehen die Leute im Publikum nicht. Ja, das sind einige Leute. Nein, das gibt ja auch immer ganz viele Ratschläge. Weil dann kannst du auch nicht drüber reden. Wenn ich mit meinen kleinen Kindern, und weißt du, treffe ich Eltern, die sind vielleicht schon, die haben schon mehrere ältere Kinder. Und dann erzähle ich von meinem Problem und dann heißt es meistens, oh, sei mal froh, du warte mal erstmal. Du sei froh, wenn du überhaupt mit dir rumhängen wollen. Du in der Pubertät wollen die gar nichts mehr zu tun haben. Und dann stehe ich da und denke, ja, hat es bei dir bis zu der Pubertät gedauert? Wie schaffst du das denn, ey? Weil es ist ja jetzt schon so. Und dann komme ich in den Garten und da ist dann meine Tochter und sie ist dabei und buddelt irgendein Loch, weil sie einen Plan hat, den nur sie kennt. Und ich komme dazu und ich will einfach nur mitspielen. Mir will ich ja gar nicht. Komm da hin und sage, hey, nimm doch eine Schaufel. Das ist ja viel... Geht ja viel einfacher und schneller mit einer Schaufel. Und sie dreht sich nicht mal um und sagt, ja, wenn ich eine Schaufel brauche, hol ich mir eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will doch einfach nur, dass sie mich mögen. Und ich brauche die. Die helfen mir enorm weiter. Ich kann so viel von diesen Kindern lernen. Das ist auch eigentlich so ein merkwürdiger Satz. Ne? Aber die können ja viele Sachen, ich bin ja richtig neidisch, die können ja viele Sachen sehr viel besser als ich. So, ich hasse Smalltalk. Ich glaube, alle hassen. Niemand steht morgens auf und denkt sich, Alter, heute kann ich mich hoffentlich mal richtig gut wieder übers Wetter unterhalten. Niemand ist so. Leute sind so und dann denkt man sich, die sind irre und dann will niemand mehr mit denen reden. Aber niemand hat da Bock drauf. Aber ich komme da nicht raus. Dann fängt man damit an und dann merkt man, dann hört man sich selber, wie man sagt, ja, klar, Nebel, gefährliche Sache.
Was ist aus mir geworden? Mein Sohn kann das. Mein Sohn kommt aus Smalltalk raus. Der Typ ist genial da drin. So, letztes Mal Laternefest, ne? Sind wir dann durch unser Dorf gelaufen. Also wir sind, also die haben Laternen gehabt. Dann haben sie mir die ziemlich schnell gegeben. Und dann habe ich 3 Laternen durchs Dorf getragen. Das war Laterne laufen. Dann ist eine davon abgebrannt und dann war ich, da war ich wieder schuld. Ja. So, aber am Anfang hatte er seine Laterne noch in der Hand und ging dann lang. Und dann kamen so 2 ältere Damen und die haben auch diese aggressive Art von Smalltalk geführt, ne? Wo sofort klar ist, das ist eine einseitige Konversation, weil du überhaupt keine Zeit hast zu antworten. Die kamen zu ihm und meinten, das ist eine schöne Laterne, sag mal, hast du die selber gebastelt? Wo, im Kindergarten oder was? Bist du schon großer Junge, bist schon im Kindergarten. Ist deine Schwester auch schon im Kindergarten, macht die auch schon Laterne, hast du dir geholfen damit oder was? Minuten lang. 3, 4, 5 Minuten Fragenhagel, ey. Und mein Sohn meinte, irgendwann hat er sich diese Laterne genommen und hielt das der einen alten Frau ans Bein und meinte, jetzt zünd ich dich an. Und dann war der Smalltalk vorbei. Da habe ich sofort gedacht, das mache ich ja auf jeden Fall jeden Tag jetzt. Ja, hey Moritz, es ist neblig draußen. Jetzt zünd ich dich an. Und das hilft. Seitdem, mua. Nein, ich lerne viel von denen. Und klar, die lernen auch viel von mir. Ich bemühe mich ja. Sie lernen, nicht alle Sachen, die sie lernen, sind gut. Ist keine Frage. Sie nehmen ja auch klar, weil, ich sag mal so, ich habe meinen Erziehungsstil. Und dann habe ich relativ schnell erfahren, dass das, was ich Erziehung nenne, andere Leute eher als, Sie müssen damit aufhören, Herr Neumeier, bezeichnen würden wohl. Wo ich da in den Kindergarten eingeladen, ne? Was heißt eingeladen? Hinzitiert. Ich wurde in den Kindergarten hinzitiert, ins Büro. Und das sehe ich so, Herr Neumeier, da möchte ich Ihnen einmal, also heute, Ihr Sohn ist heute gestolpert über einen Stock. Ist kein Problem, war auch nicht schlimm, aber er saß da. Und dann brüllte er sehr laut, Herr Neumeier, was liegt denn der verfickte Stock hier rum? Und dann wurde sie pädagogisch mit mir, weil sie meinte, was meinen Sie, wo er diese Sprache herhaben könnte, Herr Neumeier? Warum benutzte er diese Worte? Und ich meinte, naja, Frau Barbara, das... Naja, vielleicht liegt es daran, dass hier irgendjemand den verfickten Stock nicht weggeräumt hat. Wofür bezahle ich dich? Oh, es hat wirklich gut getan, die halbe Stunde, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich wieder 90 Euro Therapie gespart. Mache ich ja nebenbei auch, ne? Muss man ja auch wissen. Also mir hilft das wirklich. Ich bin depressiv. Ist nicht schlimm, nur doll. Und das ist sehr viel einfacher, seit ich Kinder habe, weil du hast nicht, es ist so ein Ausweg, es ist so eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, dass Leute dir von außen sagen, hey, das ist okay so, wie du bist. Ich saß mit meiner Tochter im Auto, die ist 4, ne? Und ich habe sie in den Kindergarten gefahren. Und dann, sie war sehr schweigsam und ich meinte irgendwann, mein Schatz, worüber denkst du nach? Und sie meinte, wärst du lieber tot oder traurig, Papa? Ich saß und meinte, warum? Warum fragst du diese Frage? Und sie meinte, weil du so traurig aussiehst im Moment. Und habe gesagt, hey, das ist nicht schlimm. Okay, pass auf, es ist ein bisschen früh, aber ich habe eine Krankheit und dann ist man manchmal traurig. Weißt du, das passiert einfach. Es ist einfach, wie fühlt sich das denn an? Weißt du, hast du dich doch letztens gestoßen hier, weißt du, noch an der Küche, an diesem Tisch. Und dann, das tat doch so doll weh, dass dir die Luft weggeblieben ist. Weißt du das noch? So fühle ich mich dann den ganzen Tag, aber in mir drin. Und so ist das einfach manchmal. Und dann ist das eine Zeit lang so und ich gehe immer zu jemandem hin und die Frau hilft mir dabei, dass ich damit besser klarkomme. Und dann, das ist okay so. Das hat nichts mit dir zu tun. Und dann guckte sie mich an und meinte, aber du brauchst nicht so doll traurig sein, Papa, weil ich bin ja da. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast ja keine ausgeschlossene Berufsausbildung. Das hilft mir ja gar nicht. Also du bist ja nicht Therapeutin oder sowas. Danke für gar nichts, ey. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.